Willkommen heute wieder zu einem Blick auf die aktuellen Clicker, Idle und Incremental Games. So, das nächste Spiel heute ist Idle Champions of the Forgotten Realms. Und es gab wieder ein Update, Garn Tour of the Sword Coast, mit neuen Varianten. Okay, aber die werde ich heute nicht machen, sondern ich habe was anderes mit euch vor. Und zunächst gilt es aber erstmal, meine Crusader noch weiter auszurüsten. So, aktuell bin ich hier gerade wieder ziemlich am Ende einer weiteren Mission angekommen. Mal gucken, ob ich den 120er noch klein bekomme, wenn ich dort etwas unterstütze. Im Moment bin ich im Free Play unterwegs bei der Tomb of Annihilation und mal schauen, ich glaube, ich bin in dem unterwegs. Gut, also da sind sie jetzt schon mal alle eingetroffen. Schauen wir mal, ob ich mit meinen Fähigkeiten die ganz gut runterbekomme. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Schauen mal, ob es reicht. Dann kann ich zumindest hier noch einen Sack mit ein paar Gems einsammeln. Und bevor ich mich jetzt aufmache, sie mit euch erstmal auszugeben. Weil inzwischen habe ich zumindest meine normalen Goldkisten alle soweit verbraucht. Die kann ich jetzt noch zwei wieder erstmal verbrauchen, einfach um noch ein bisschen das Gold zu pushen, auch wenn das dann nicht mehr allzu viel ausmacht. Von der Ausrüstung her sollte das jetzt auch nicht so relevant sein, weil das, was da kommt, ist normalerweise niedriger als das, was die wahrscheinlich schon haben. Gut, aber jetzt hauen wir erstmal die inzwischen schon 6800 angesammelten Gems einfach mal auf den Kopf, indem ich dafür vor allen Dingen nur goldene kaufe, weil damit bekomme ich auch gleich die Chance auf episches Gear, weil es nützt mir eigentlich nichts, hier dieses niedriger zu bekommen und weil ich auch eine höhere Chance dann natürlich die verschiedenen Scrolls und Getränke zu bekommen. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, ausschließlich die Juwelenkisten zu kaufen. Weil ich sehe keinen Vorteil, stattdessen lieber 10 von den Kisten zu bekommen, wenn man da nur Boni bekommt, die vor allen Dingen großenteils das Gold ist. Also wenn es schlecht läuft, hat man zweimal Gold drin und ein Item. Das ist halt relativ wenig. Da ist so eine Goldkiste dann allein aufgrund der Möglichkeit auf episches Gear deutlich, aus meiner Sicht deutlich lohnender. So, mehr geht nicht. Und dann öffnen wir die jetzt doch mal. Also, ein episches Gear, sehr schön. Und für einen Crusader, den ich auch verwende aktuell, das ist gut. Und bei ihr ist es im Endeffekt Duplicate, das heißt, es wird damit dann der blaue gebufft. So, hier ist wieder ein Duplicate, da hat sie eh nur grün. Und er kriegt zumindest ein blaues ausgerüstet, das ist neu. So, ein weiteres Episch für ihn. Oh, ich glaube, Jarlax ist im Moment nicht im Team. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Okay, immerhin sogar drei Items diesmal. Und hier wieder eins, das auf blau dann aufgerüstet ist. Weil zumindest die Garantie ist, soweit ich weiß, dass mindestens ein blaues oder besser dabei ist. Und in dem Fall halt dann wieder ein lila. Und damit sind die Boots. Bin ja mal gespannt, inwieweit ich dann jetzt auch ein paar Achievements noch, die das Gear betreffen, abschließen kann. Gut, hier sind jetzt nur Duplicates. Da waren schon gleichwertige da. Gut, das nächste Epische. Wieder für Nayali diesmal. Okay, ein epischer Trank. Aber das blaue Gear, also es ist zumindest, soweit ich weiß, ein Gear, glaube ich, gesichert, dass es mindestens ein blaues gibt. So, die letzte Kiste und kein episches Gear mehr. Okay, nur eine Verbesserung von dem epischen Gear. Na gut, sind wir soweit durch. Als Vorbereitung für das nächste. Also nochmal ganz kurz gucken, weil es steht ja letztlich hier. Also each gold chest contains 5 cards und which 2 are guaranteed to be loot. Genau, also 2 Ausrüstung und eine Ausrüstung ist mindestens rare oder besser. Also das ist auf jeden Fall garantiert. Increase the damage of all champions by 100%.
Ah, okay. Da gibt es noch eine zusätzliche Steigerung. Neben dem besonderen Gear, wenn man tatsächlich echt Geld ausgibt, auch noch einen zusätzlichen Boost zu bekommen. So, inzwischen, was die Blessings angeht, bin ich schon ganz gut gewappnet und auf dem Weg eben hier bei Cams Favor genug zusammenzubekommen, um mir das freizuschalten. Also Favors habe ich jetzt schon genug zusammen, aber ich werde nur 10% der Favors jeweils ausgeben. Das heißt, da muss ich noch einiges mehr einsammeln und schauen wir mal, was ich jetzt tatsächlich hier wieder bekomme. Also immerhin habe ich schon wieder 30% Zuwachs. So, und heute gehe ich dann mit euch Dinosaurier jagen, weil inzwischen habe ich hier an der Küste auch die Mission soweit mal die ersten durchgespielt. Und hier bin ich jetzt mal gespannt, ob ich in der Lage bin, diese Mission erfolgreich abzuschließen. Das heißt nämlich, Area 50 in 30 Minuten zu erreichen. Und mal sehen, ob das gelingt. Das ist verdammt knapp, weil normalerweise die ersten vier jeweils immer 25 Items, also 25 Monster Minimum zu killen sind, um 25 Items einzusammeln. Manchmal eventuell wahrscheinlich sogar 50 Monster, weil nur jedes zweite ein Item droppt. Also dann mal sehen, wie weit das gelingt. Und das heißt, ich habe im Schnitt eigentlich nur 30 Sekunden pro Level. Das Einzige, was ein bisschen schneller ist, ist das Boss-Level, was dann natürlich relativ gut abzuschließen ist und das dann die Zeit reinbringen muss, damit das gelingt. Ich hoffe mal, dass es einen Timer gibt, der anzeigt, wie viel Zeit ich noch habe, um das Objective erfolgreich abzuschließen. Ansonsten heißt es jetzt ranhalten und ja, so schnell wie möglich abzuschließen. Also, keine Dialoge leider, weil ich muss hier schnell vor allem meine Klicks erstmal hochbekommen, weil erst mit den Klicks kann ich dann vernünftig unterstützen, dass ich hier natürlich, wenn ich nur Monster killen muss, wenigstens in 25 Sekunden in der Lage bin, die Monster platt zu machen. Und dann natürlich, während der jetzt hier gleich das Level wechselt, werde ich dann die nächsten Crusader kaufen, damit mehr Angriffe von denen ausgeführt werden. Weil einfach jeder natürlich dann zählt, dort zusätzliche Angriffe beizuführen. Auch wenn ich im Moment am Anfang habe ich ja kein Problem mit dem Klicken letztlich ja, die Monster zu besiegen. Und je höher meine Klick-Damage oberhalb liegt, was deren Lebenspunkte angeht, desto schneller geht auch ihr Lebensbalken runter. Das heißt, wenn ich da jetzt nochmal mein Klick-Damage dann hochfahre, dann bin ich auf jeden Fall auch in der Lage, dort mehr Schaden anzurichten. So. So, jetzt muss ich natürlich die Dialoge wieder beeilen, dass ich dort durchkomme. Genau, hier habe ich jetzt schon Items, aber immerhin droppt jedes ein Item. Das heißt, wenn ich die zügig einsammle, habe ich jetzt auch kein Problem, dass es gelingt, das innerhalb von den 30 Sekunden, die ich vielleicht Zeit habe, abzuschließen. Also ein bisschen Puffer habe ich ja durchaus und leider gibt es jetzt hier keinen direkten Timer, was echt schade ist bei sowas. Ach doch, da oben, ja. Da ist noch eine andere Sache. Da hatte ich auch bei den Blessings, wo ich letztes Mal so versucht habe zu überlegen, okay, wie viel Prozent machen denn jetzt die Blessings aus? Dabei stand es direkt im Text drin. Manchmal ist man echt total blind und ich sehe es dann erst, wenn ich die Videos bearbeite. Dass die Information, die ich gesucht habe, sogar da stand und ich sie einfach nur nicht gesehen habe, weil ich sie einfach an der Stelle nicht erwartet habe. Das heißt, unsere Wahrnehmung ist tatsächlich unglaublich selektiv und wenn ihr mal ein Beispiel dafür sehen wollt, ist sucht mal nach dem Aufmerksamkeitsbeispiel, wo es darum ging, bei irgendeinem Fußball oder ich glaube, war es ein Basketballspiel, wo die Forscher dann gesagt haben, zählen Sie doch mal bitte die Ballwechsel der schwarzen oder roten Mannschaft. Und am Ende haben sie gefragt, okay, haben Sie dort den Gorilla gesehen? Und die Leute gesagt haben, nee, Gorilla, da gab es keinen Gorilla, der da durchgelaufen ist. Und doch, es gab einen Typen, der im Gorilla-System durchgelaufen ist, aber weil die Leute so fokussiert waren auf ihre Aufgabe, haben sie alles andere ausgeblendet. Also vertraut nicht eure Wahrnehmung. Es ist tatsächlich möglich, dass ihr euch irrt, wenn ihr glaubt, euch korrekt an irgendetwas erinnern zu können. So, mal gucken, wie weit liegen wir denn jetzt in der Zeit? Also, bei 50 Leveln gehe ich mal, ich rechne mal mit 60 Leveln, das heißt, dann hätte man 30 Sekunden pro Level. Das heißt, die ersten 10 wären 6 Minuten. Die müssen doch eigentlich ganz gut aufgehen. Also, ich hatte 30 Minuten. Das heißt, ich habe
1800 Sekunden und 1800 durch 50 sind 36 Sekunden pro Level. So, das heißt 360 Sekunden. Ja, bin ich eigentlich mit 6 Minuten gar nicht so schlecht gewesen. Also im Moment liege ich jetzt bei 4,5 Minuten. Das heißt, im Moment habe ich auf jeden Fall einen Puffer drin. Das heißt, ich liege zeitlich doch ganz richtig. So, dann kann ich das, naja, ich würde es jetzt noch nicht sagen, entspannt angehen lassen, weil je nachdem, was jetzt noch an Dialogen oder irgendwie diese Zwischensequenzen dann natürlich auch immer wieder Zeit kosten, ist es auf jeden Fall wichtig, so schnell wie möglich hier weiterzukommen. Und ja, die eine Minute, die dann sozusagen als Puffer gerade aktuell schon rausgearbeitet wird, wird Sicherheit auch gebraucht werden in den späteren Leveln. Wenn ich eventuell nicht mehr mit One-Click arbeiten kann und die Crusader unterstützen kann, sondern falls der Schaden schon so groß wird oder halt die Leben derjenigen schon so groß wird, dass ich mit meinem Klicken nicht mehr ausreichend mithalten kann. Aber ich denke, bis Level 50 sollte das klappen. Also nachdem ich jetzt inzwischen Level 120 in dem Spiel oder in der Kampagne erreicht habe, sollte das eigentlich aufgehen. Ich habe jetzt nur noch keine Zeit, dann tatsächlich die Blessings anzuschauen, wobei ich da die Damage eh schon auf Maximum habe und das nächste eigentlich nur darum geht, das Geld, die Geldeinnahmen zu steigern, und wenn ich die nachher kaufe, nachdem ich Level 50 geschafft habe, reicht das absolut aus, weil ich ja eh erst in den höheren Leveln die entscheidenden Einnahmen habe, die dann auch tatsächlich in der Lage sind, das Idle-Einkommen, also die Favors-Einkommen zu steigern. Ja, also ich bin immer noch schneller als meine Crusader, das heißt, die Viecher sind immer schon weg, bevor sie mit ihren Angriffen normalerweise kommen können. Ich habe mir überlegt, ob ich die Challenge direkt so laufen lasse, dass ich nur meine Crusader dort spielen lasse und selber überhaupt nicht klicke oder halt nur klicke hier unten, um die Level abzukaufen und so weiter. So beim Überschlagen, gerade wenn ich am Anfang meinetwegen nur noch mit 3 Crusadern aktiv bin und die 25 Monster killen müssen und nur alle 4 Sekunden ein Angriff stattfindet, also das heißt, selbst wenn ich mit 4, also mal angenommen im Schnitt würde jede Sekunde ein Angriff stattfinden, dann bräuchte ich auf jeden Fall schon 25 Sekunden und das wäre schon erheblich lange, als selbst wenn ich hier jetzt mit der Beschleunigung, das heißt, ich habe ja eigentlich jedes Mal, wenn das Monster auftaucht, schon das Monster wieder weg, und bin trotzdem jetzt nicht so viel im Vorsprung, dass ich sagen kann, okay, es läuft ziemlich entspannt. Wir kommen jetzt gleich zu Level 20 und da müsste ich ja jetzt dann bei 12 Minuten dürfte ich maximal dafür gebraucht haben. 9 sind jetzt um, das heißt, aktuell habe ich zumindest 3 Minuten plus, aber ich bin ja auch noch 2 Level letztlich entfernt. Also mal schauen, wenn ich mit dem jetzt gleich durch bin, mit Level 20, dann ja, dann bin ich jetzt noch knapp mit 2 Minuten im Plus. Genau, 20,9, also 10 Minuten haben wir gebraucht, 12 stehen zur Verfügung, das heißt 2 Minuten im Plus, das heißt, das passt soweit. Aber natürlich heißt es nicht nachlassen, sondern hier auch weiter aufleveln und natürlich dann auch dafür sorgen, dass die schnell genug gekillt werden. Also ich kann ja mal schauen, wenn ich die jetzt hier alleine laufen lasse, ob sie bis 19 schaffen, letztlich ein so ein Level abzuschließen, weil sie müssen es innerhalb von 25 Sekunden schaffen, wenn sie alleine spielen sollen. Inzwischen habe ich ja jetzt auch schon 7 Crusader da. Aber ihr seht, sie haben jetzt gerade mal die Hälfte abgeschlossen. Okay, 10 fehlen noch, also es ist definitiv zu langsam, wenn ich die alleine spielen lassen würde. Es würden einfach viel zu viele Sekunden verloren gehen. Also, beziehungsweise sie würden es einfach nicht schnell genug schaffen. Ansonsten geht es halt zu Lasten des Boss-Levels, was normalerweise in weniger als 30 Sekunden zu schaffen sein sollte. Also werde ich ihn wieder unter die Arme greifen und schauen, dass wir dort zügig dranbleiben. So, das war jetzt Halbzeit. Das heißt, wir hätten bis 15 Minuten brauchen dürfen und sind jetzt bei 17,20.
Das heißt, wir liegen auf jeden Fall weiter gut in der Zeit. 2 Minuten Puffer sind auf jeden Fall noch vorhanden. Also es geht grundsätzlich davon aus, dass auf jeden Fall ich bis Level 50 locker unterstützen kann. Und dann eben die, ja, die Kills oder die Items, die ich vor allen Dingen einsammeln muss, dann schnell genug bekommen. Also bezogen auf die Level bin ich jetzt tatsächlich 5 Level voraus gegenüber der Zeit, wo ich jetzt bin. Weil von der Zeit her hätte ich jetzt bei 12 Minuten sein dürfen und habe jetzt halt knapp bei 15 Minuten schon Level 30 abgeschlossen. Ja, also wenn die Monster ausbleiben, kriege ich natürlich ein Problem. Weil ich nicht weiß, warum sie das jetzt tun, warum die jetzt so verzögert kommen. Weil dann wird es natürlich schwierig, wenn die dann nur alle 2-3 Sekunden auftauchen. So, jetzt sind es nur noch 10 Level. Und wir sind mit knapp 3,5 Minuten im Plus. Also sollte das doch ein ziemlich entspanntes Rennen werden. Aber schauen wir mal, wie es noch für den Rest klappt. Im Moment sieht es jedenfalls von der Damage auch noch ziemlich so aus, dass natürlich die alle instant gekillt werden. Aber klar, wenn ich mit den Crusadern eigentlich bis Level 100 inzwischen und weiter darüber hinaus komme, dann sollte das auf der Ebene auch überhaupt kein Problem darstellen. Sonst wäre das schon etwas merkwürdig. Ja, also da war jetzt gerade schon ein Crusader, also er kann auf jeden Fall keine Enemies mit One-Kill oder One-Hit killen. Das heißt, bei ihm geht es tatsächlich schon langsam runter. Das heißt, er bräuchte auf jeden Fall noch ein Level up, aber so viel Geld sammle ich im Moment gar nicht ein. Beziehungsweise sind andere noch vor ihm dran zum Aufleveln. Das Besondere ist vor allen Dingen, der Boss in Level 50 hat nämlich auch noch eine Besonderheit, der kann nämlich gar nicht mit One-Hit gekillt werden, aber das werdet ihr gleich noch erfahren, was dort so speziell an ihm dann ist. So, jetzt hat er zumindest schon mal ein besseres Damage. Dann kann hoffentlich auch der mit dem grünen Strahl was beitragen. Und hier ist noch ein normaler, klassischer Boss. Genau, da hat mein grünen Strahl Crusader auf jeden Fall Markus den auch ziemlich zügig erledigt. Weil es sind jetzt nur noch 5 Level, das heißt, dafür sollten eigentlich 3 Minuten reichen. Oder zumindest wären 3 Minuten dafür okay. Und liegt alles im Zeitrahmen. So, und jetzt kommt die Besonderheit vom Level 50 Boss. Ihr seht hier ein Tyrannosaurus Rex und da kann ich mit Klicken nicht unterstützen. Sondern das müssen meine Crusader alleine erledigen. Das Einzige, was ich hier unterstützen kann, ich kann die Mobs aus dem Weg räumen, damit meine Crusader zumindest freie Schussbahn haben oder halt freie Angriffsbahn, um die jeweils zu erledigen, damit ihre Angriffe nicht an den Mobs verloren gehen. Und deswegen, also das müsst ihr auf jeden Fall einplanen, wenn ihr das macht, dass ihr für den auf jeden Fall länger braucht. Das heißt, das ist kein Rush-Boss, sondern den müssen eure Crusader oft genug treffen, um den tatsächlich erledigen zu können. Und ja, also zumindest bei den Mobs kann ich unterstützen. Das heißt, damit gehen die Angriffe immer direkt zu dem Boss durch. Aber auf jeden Fall die letzten paar Sekunden solltet ihr nicht bloß für den letzten Boss einplanen, da solltet ihr etwas Puffer mitnehmen. Okay. So, complete und Time Challenge passt. So, klappt. Also hat geklappt. Soweit alles okay. War ziemlich entspannt an der Stelle. Ich glaube, es waren jetzt noch knapp 3 Minuten übrig. Aber ich werde die jetzt weiterlaufen lassen, damit die natürlich wieder bis in einen Bereich kommen, wo hier Favors dazu kommen, weil sonst lohnt sich das Ganze nicht sonderlich. Und zum Abschluss kann ich hier dann noch meine nächsten Blessings ausgeben. Also was ich ja schon gesagt hatte, meine Damage habe ich bereits den Maximalbonus rausgeholt mit 1000%. Und was ich jetzt noch ergänzen werde, ist, dass ich den Goldbonus weiter hochziehe, um dort dann in den höheren Leveln auch ein weiteres Favors zu bekommen.
Jetzt muss ich bloß gerade schauen, weil eigentlich ist es zu teuer. Weil ich habe jetzt gerade mal 50 oder 0,5, die ich dort letztlich hochbringe. Also 0,5 hoch 5 und das kostet 1,5 hoch 5. Das ist eigentlich zu teuer an der Stelle. So, mal gucken, was jetzt die anderen hier ist. Mit 0, also 4. Die größte Base Attack Cooldown auf Champions. Wobei, das ist relativ egal, weil wenn sie das insgesamt die Damage schaffen, um die zu besiegen, dann ist das nicht so entscheidend. Spannender dürfte jetzt dann schon wieder Damage Boni sein. Und da könnte ich zumindest mit 0,7 dann als Kombination, das wäre dann noch ausreichend, dass es unterhalb der 10% bleibt. Oder ich muss halt dann bis zum nächsten Reset warten, bevor ich den aktiviere. Weil natürlich der sich sofort hier als Abzug auswirkt und dann natürlich dort auch nicht mehr zur Verfügung steht. Da er ja ein Male ist, werde ich ihm einfach dann den Schadensbonus kaufen und hoffen, dass er dann ganz gut das nutzen kann, um ein paar höhere Level zu... Ach, jetzt kann ich da noch gar nicht... Achso, doch, hier kann ich schon einkaufen. Also ein Male-Bonus. Und da kann ich... Na, das ist mir auch schon wieder zu viel. Also bleibe mal unterhalb der 10% und lassen die dann einfach damit weiterlaufen. Immerhin ist ein 50% Bonus. Was ist echt ein 50? Ja. Ja, das dürfte. Mal gucken, ob ich dann locker bis 125 komme. Soweit heute zu Idol Champions of the Forgotten Realms. Das Dinosaurierrennen ist gewonnen oder zumindest erfolgreich abgeschlossen. Und ich wechsle dann jetzt zum nächsten Spiel.